am nächsten Morgen drei Gestalten schlafen noch tief in ihren Betten, als der gute Karas bereits geweckt wurde von der guten Frau Drom. Frau Dromik hat sich auch schon Tanjo zur Seite geholt und einen perfiden Plan ausgearbeitet. So ist es, dass ihr zu dritt vor drei Schlafenden steht, ganz sachte die Morgensonne, die gerade über die Dächer kommt, scheint durch die Fenster, als die gefüllten kalten Wassereimer sich über die drei Schlafenden ergießen und sie aus dem Schlaf reißen. Der Dieb war's! Warum? Ich geb's euch. Ich ignoriere das, dreh mich um und schlafe weiter. Morgen! Gute Nacht. Gute Nacht schlägt Phase 2 des Planes ein. Und die Löffel schlagen auf die Rückseite der metallenen Eimer. Morgen! Was zum Fuhrwurm? Guten Morgen, schönen Morgen, die Sturmklang wartet schon. Haben wir letzte Nacht gemacht. Chaos. Das nächste Mal, wenn wir üben. Ding, 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 ding. Ich dich aus Versehen qualvoll ermorden. Ich habe einen Trunk zubereitet. Hilft er gegen Kopfschmerzen, oh ja, und Übelkeit und Müdigkeit und ich habe keine Lust auf irgendwas. Moment, ich halte die Nase zu und halte den Trank ran. Welchen Trank? Ich habe einen aus, wie gesagt, Milch, ein Eis drin, ein bisschen Pfeffer. Wenn ich den Trank so sehe, ich springe so auf. Mir geht's wieder gut. Einmal durchschlucken. Ich glaube, das war ein rohes Ei. Gar nicht schlecht. Ich mache viele Schritte beiseite. Schnupper kurz dran. Alva, zieh ich. Giftresistenz? Es ist bei einer 4, glaube ich, relativ 21. Ja, okay. Ja. Lecker ist anders. Den hat Finn immer empfohlen. Aha. Ich schlaf da jetzt doch weiter. Ihr könnt ja frühstücken. Habt ihr das gehört? Sogar der Hahn ist schon wach. Das ist ja schön für den Hahn. Ich lege so eine Hand vor. Ihr habt mir versprochen, heute früh aufzustehen. Hab ich das? Habt ihr. Ganz Angst? Genau, daran erinnere sogar ich mich noch. Was? Liegt mir nicht an. Ihr könnt euch das irgendwas erinnern. Natürlich noch. Kann er das. Er ist ein Zwerg. Er verträgt viel Alkohol. Ihr habt mir das geglaubt, dass ich drüber, dann lief's ja super. Dann erzähl mir mal, was gestern passiert ist. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Ich habe Tee aufgesetzt. Lasst uns in die Schule gehen. Genau, sie hat recht. Was? Sie hat recht, hab ich gesagt. Du hast genauso betrunken wie ich, kann das sein? Ich würde sogar vermuten, schlimmer. Aber mir geht's wieder gut. Also vermutlich nicht so schlimm wie du. Okay, noch ein bisschen benommen, aber... Kann ich gar nicht verstehen, dass man einem so schlecht ist am nächsten Morgen. Wie ist denn das so? Wir hatten ein wunderbares... Scheiße! Wir hatten ein wunderbares... Kann ich mir vorstellen. Wir alle zusammen hatten ein wunderbares Trinkspiel gegen die Piraten. Haben wir gewonnen? Ja, Frau Drohne. Naja. Ich habe Frühstück gemacht. Hier drüben... Hier ist die Wohnstube! Ja! Ja, ich, während ich rede, gehe ich da auch hin. Ja, ich würde auch dorthin gehen und dann irgendwie so, au, wer hat mir denn da eine verpasst? Werte Frau Dromik. Oh, eine Schlägerei gab es. Ja. Es gab eine Schlägerei! Ich hoffe, wir haben gewonnen. Nicht alle auf einmal. Habe ich gestern irgendwas Dummes gesagt? Oh, schließlich. Ich möchte mich für alles entschuldigen und alles Schlechte, was ich gesagt habe, zurücknehmen. Auch wenn ich mich nicht dran erinnere. Ich vermute, ich habe auch viel Müll gelabert und möchte mich auch entschuldigen. Noch nicht mehr als sonst. Na dann, trotzdem. Ich entschuldige mich mal trotzdem. Ich brauche mich nicht zu entschuldigen. Es gibt da drüben Tee und ich habe warme Milch mit Honig gemacht und Rührei und Speck angebraten und das da ist frisches Brot und Käse. Dazu habe ich noch Äpfel und etwas Gemüse vom Nachbarn.
Sieht ja lecker aus. Ja. Zum Anbeißen. Ich hau rein. Ich auch. Dito. Ich hab keinen Hunger. Ach komm, das riecht doch so lecker. Aber wenn du nicht willst, ich nehme auch deine Portion. Ich will wieder ins Bett. Es gibt jetzt nicht Bett, wir müssen noch zu Sturmklang und mit den Seealmen reden. Karas, wenn du den Tag überleben möchtest, dann halt deinen Mund. Wir müssen mit Kapitän Silberwasser sprechen. Ich helfe dir. Er hat recht! Und was denn nicht, was lautet? Ich werde den Zwerg ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Alter, das, ich verstehe dich, du nuschelst so. Ich habe gesagt, ich werde den Zwerg ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Das will ich sehen. Du hast eine ziemlich üble Laune in Anbetracht dessen, dass wir heute noch die Welt retten möchten. Also eigentlich nur den Kapitän, aber die Welt retten klingt schöner. Denk doch an, warte, irgendwas mit F. Flamme war das, glaube ich. Was? Du hast davon irgendwas erzählt. Kann mich davon, ja, du hast irgendwas erwähnt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, es ist ihm peinlich. Ich weiß es nicht so richtig. Aber ich kann mich auch nicht gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was er gesagt hat. Oh ja, Gott sei Dank. Irgendwas mit Flamme und nie geliebt. Ein Kau hat erzählt. Karas. Ist ein Scherz. Echt? Das ist ein Scherz gewesen. Scheinbar schlimmer zu sein mit der Frau. Kaudromik. Moment, Flamme hieß doch. Die Flamme, ach so, ja, dann schweige ich mal lieber. Frau Dromik. Mhm. Habt ihr irgendwas? Irgendwas? Gegen einen Kater? Mhm. Hab ich doch schon gegeben. Warum geht's mir dann nicht besser? Weiß ich nicht. Oh, ich hab da ein Geheimrezept. Hat es mit Eiern und Pfeffer zu tun? Nein. Schade. Ich erinnere mich mit dran, ist halt geheim. Mehr Bier ist weder geheim noch ein Rezept. Ah, ein Konterbier. Hat Tanju noch irgendwas so gesagt, ob ein Medikament jetzt oder was da hätte? Oder ein Kraut zu tun. Das ist bedauerlich. Ja, ist es. Zur Rettung des Mannes wäre es schon praktisch gewesen. Frau Drummig, es ist mir so peinlich und es tut mir so leid. Mhm. Nun ist es zu spät. Hat der Zwerg was Dümmeres gesagt? Nee. Oh, das ist ein Problem. Hat er nicht. In Ordnung. Seid ihr alle fertig? Ja. Oh, hey, Alvar, du hast ja gar nichts gegessen. Oh, du gehst nicht hungrig. Hier, du nimmst jetzt den Apfel und isst ihn unterwegs. Alvar. Wie fühlt es sich an, dass das Straßenkind gestern den Tag gerettet hat? Soll ich es dir zeigen? Schlecht also. Du hast den Tag gerettet? Aha. Eigentlich den Abend. Ja, schon. Ich denke, wir waren daran nicht minder beteiligt. Ich binde mir wieder mein Stirnband um. Mhm. Also wieder so piratenmäßig über. Ja, dein Kampfstirnband. Also Kopftuch eigentlich ist es, ja. Und mit Falga und meinem roten, weiten Hemd und der zerschlissenen Hose und den echt guten Stiefeln. Karas, nachdem du gestern so peinlich in der Taverne getanzt hast, musst du jetzt dann noch so peinlich auf der Straße rumlaufen. Victor, sieht gut aus. Ich glaube, wir haben uns peinlicher benommen. Das Kopftuch schützt vor der Sonne. Gott sei Dank waren gestern Abend die einzigen Gestalten, die noch auf der Straße waren, wahrscheinlich genauso betrunken wie wir. Das ist richtig. Ihr beide uns geprügelt? Ja, habt ihr. Sorry. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Sorry, das wir auch nicht. Sorry, ist das Basar-Gnomisch? Ja. Ja, Jugendslang. Müsstest du doch wissen. Ja, wir gehen dann mit dem Gespräch erstmal die Treppe runter, verabschieden wir uns nett von Frau Dromig. Entschuldigung uns doch mal. Ich versichere euch, wir werden euren Mann retten. Fasst ihn nur mal so an die Schultern, macht euch keine Sorgen. Und wenn wir dann nochmal so rausgehen, an die Wand gucken, waren wir das? Ich habe es euch versprochen, Frau Drohme. Was? Das da. Warum verfärbt sich die Wand deswegen? Habt ihr... Na, es ist egal. Wir sollten schnell gehen. Gott, wir müssen hier einen Mann finden. Das können wir sonst nie wieder gut machen. Ja, und dann geht es zum Hafen. Ja. Zum Hafen macht ihr euch also auf? Ja.
zur Sturmsegel. Frau Dromig wünscht euch eine gute Reise und viel Erfolg. Ich habe mir Sturmsegel aufgeschrieben. Ah, hier ist die. Ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Wie hieß das? Sturmklang, ne? Ja. Sturmsegel mir aufgeschrieben als Schiffsname. Ja, so Sturmsegel. Sturmsegler. Wie komme ich auf Sturmklang? Na, ist auch egal. Ist ja gut. Sorry. Meine Güte. Herr Zwerler, geht es euch gut? Ja, besser als ihm. Nie wieder Alkohol. So, und ihr kommt, meine Güte, ihr kommt ohne Probleme natürlich an den Hafen. Es ist ein Stückchen, ihr müsst erst runter Richtung Markt, dann durch die Stadt, dann durch den gepflanzte Wäldchen dort, das künstliche, diese Parkanlage praktisch, um dann in den Hafen zu kommen und dann an die Docks. Die Anlegestellen sind belebt wie immer, neue Schiffe sind am Morgen eingetroffen. Und werden gerade B, respektive entladen. Viele Mannschaften machen sich gerade auf den Weg. Ihr seht auch die Mondsegel, wenn ich mich recht entsinne, dort stehen. Die sieht schon um Längen besser aus, muss man sagen. Gut. Okay. Wie gut? Ziemlich gut. Ja. So, als könnte man demnächst damit weitersehen. Oder die Piraten überraschen. Oder so. Na dann erstmal zur Sturmsegel. Dafür müssen wir den Ausrufer suchen. Genau, den Ausrufer suchen. Danke. Ja, ich gehe dahin, wo sich die Menge sammelt, wo ein Typ auf einer Kiste steht. Wir haben den, glaube ich, schon mal gesucht gehabt, oder? Nee, hier nicht. Nee, hier nicht. In Ioria hatten wir den gesucht. Ah, Samusia heißt die Hafenstadt dort. Aber ihr habt doch auch mit dem gesprochen schon. Ich meine auch, wir haben ihn schon mit dem gesprochen. Klar, der hat den. Nee, haha, ja, nee. Nee, hier noch nicht. Wofür auch? Nee, hier nicht. Hier. Nee, nicht. Stimmt hier noch nicht, ja. Hier nicht. Hier seht ihr gar keinen. Aha. Gibt's denn irgendwie ein Gebäude, was. Sturmsegel! Ich suche die Sturmsegel! Ich suche nicht mal nach einem Gebäude, was du irgendwie wichtiger sieht. Kannst du mal auf Länderkunde würfeln? Oh, ich suche nicht mal nach einem Gebäude, irgendwie was wichtiger aussieht, was vielleicht sowas wie eine. Die Hafenmeisterei. Genau, irgendwie sowas in der Richtung. Was da? Ich stehe bestimmt auf dem Schild. Können wir mal lesen. 21? Es gibt viele verschiedene Schiffe, aber es gibt gerade momentan nur ein Schiff, welches diese schlanke, spitze, verzierte Form hat. Dieses spezielle Holz, mit diesen Spitzensegel. Die weißen Spitzensegel, diese Dreiecksegel teilweise auch. Welche typisch sind für die Seealben. Na, das war ja einfach. Hier lang! Ich bin gestern Abend wohl angekommen. Das Schiff scheint fertig entladen zu werden. Das sind nur noch wenige Kisten, die dort gerade entfernt werden. Die Crew scheint aus, die Mannschaft scheint aus erfahrenen Seemännern zu bestehen, die etwas skeptisch und verschlossen reinblicken und wenig mit Außenstehenden momentan reden, wie es aussieht. Und ja, die laufen wie ein Uhrwerk, könnte man sagen, und entladen das Schiff. Ja, ich gehe aufs Schiff zu. Ja, schön. Du stehst vor dem Schiff. Sehe ich eine Führungspersönlichkeit? Ich gehe erstmal drauf. Hm? Geh drauf. Ja, da ist sofort einer da. Hey. Ich wünsche Kapitän Moment Silberwasser zu sprechen. Mit welchem Belang? Ich hole das Amulett raus. Es gibt kleinere Problemchen hiermit. Ah, er ist in seiner Kajüte. Gut. Er zeigt dir die Kajüte. Gut, ich gehe. Ja. Natürlich sicherlich nur, um sicher zu gehen, dass du sie findest. Ja, wir gehen mit, wenn ich irgendwie... Ja. Ihr werdet auch von allen Vindarai gemustert. Ich winke freundlich und lächle. So richtig widerlich. Das Schiff sieht wie geleckt aus. Also ihr würdet meinen, der Kapitän kann stolz sein, solch ein Schiff zu haben. Es ist zwar nur ein Handelsschiff, Gesundheit,
aber nichtsdestotrotz edel und ihr glaubt, im Kampf wird bewährt. Okay. Ja. Es wird angeklopft. Ja, ich würde auch anklopfen. Ja. Egal. Der Matrose klopft an, ruft ein, zwei Sachen auf Vintial hinein. Auf Vintial kommt etwas zurück. Und dann öffnet er euch die Tür. Die Kapitänskajüte ist fein eingerichtet. Es gibt einen großen Tisch, hinter dem der Kapitän zu sitzen scheint. Es gibt einige Bücherregale an den Wänden. Es gibt einen weiteren Tisch mit zwei Sesseln daran. Alles scheint in den Boden verankert zu sein. Auf dem Tisch ist auch mit Nägeln befestigt eine große Karte, auf der ihr die Kristallsee seht, sowie einige kleine Steckfiguren, die man dort wohl reinstecken kann, und einige Instrumente der Seefahrt. Der Kapitän selbst ist ein Alp, wie nicht schwer zu erraten gewesen wäre. Aber tatsächlich nicht so, wie ihr ihn eventuell erwartet hättet, denn er ist etwas völlig im Vergleich zu allen Alben, die ihr vermutlich gesehen habt bisher. Er schaut zu euch herüber mit seinen längeren schwarzen Haaren. Komm da rein! Ich gehe rein! Ja, hinterher. Auch er mustert euch und schaut dann fragend in die Runde. Seid gegrüßt, mein Name ist Karas. Meine Begleiter sind Brandun. Hammerwacht. Hammerwacht? Ich kenne die Vornamen. Walgrim. Felsspalter. Und Alvar. Sohn des Afalia. Und wir kommen mit einer Bitte zu euch, denn wir haben ein kleines Problem und wir wurden von der Herrin Gischtblume, und ich hole in dem Moment aus meinem Wendemantel das Pergament raus, zu euch geführt und reiche das Pergament. Er nimmt es entgegen, entrollt es, liest es sich durch. Und während er es liest, holt schon das Siegel raus und hält es hoch, sodass er, wenn er das Zettel senkt, sofort das Siegel sieht. Er sieht dann zu euch herüber, sieht das Amulett. Ich verstehe. Und ihr braucht also die Hilfe von meiner Mannschaft und mir. Ja. Wir haben die Information, wo sich das Schiff der Piraten befindet. Wir wissen auch, dass der Kapitän sich auf dem Schiff der Piraten befindet und nicht irgendwo auf Land versteckt wird. Und jetzt bräuchten wir eure Hilfe, um diese Piraten entweder abzulenken oder in Grund und Boden zu stampfen und dahin zu schleudern, wo sie hergekommen sind, oder am besten sogar hinter Gitter. Mit etwas Glück würde uns vielleicht noch die Mannschaft der Mondsegel unterstützen. Würfel mal auf Darbietung, Anführen oder Diplomatie. Darbietung? Darbietung, Anführen oder Diplomatie. Was hat denn Darbietung damit zu tun? Darbietung, Anführen oder Diplomatie. Steht das so da? Ja. Wieso nicht Redegewandtheit? Ja, auch Redegewandtheit würde ich zulässig finden. Weil Diplomatie ist nicht so meins. Also ein bisschen. Ich nutze Kannst jede Gelegenheit, machen. Um mich auszuholen. 23. Vielleicht sogar eine 26, wenn es tatsächlich nötig. Gibt es einen Wasserzugang? Tatsächlich, da es eine Bucht ist. Eine Breite. Ich zeige es auf der Karte, da ich ja etwa weiß, wo es ist. Das ist eine Kristallseekarte. Verdammt! Aber er steht auf und würde tatsächlich rübergehen und eine Karte aus einem... Das ist kein Bücherregal, es sieht aus wie so ein Weinregal in der Art. Hübsch. Aber es sind halt Karten und sowas drin. Karten, Schriftrollen und sowas dergleichen. Und mit spitzen Fingern geht er da entlang und nimmt dann eins, breitet es aus, beschwert es mit fein gearbeiteten Briefbeschwerern, so sieht das aus.
könnte Blei oder Eisen oder so etwas sein. Könntest du. Also, falls sich jemand interessiert, ja, ich bin neugierig. Auf, Straßenkunde oder Metallbearbeitung, also Handwerk, Metall irgendwas schmieden oder sowas. Ja, schmieden. Also Handwerk geht ja auch, aber ohne Erfolgsgrad. Also ja, kann man sagen. Metall. Alvar guckt etwas skeptisch. Ich glaube, eine 19 wird nicht reichen. 26 auf Handwerk. Auf Handwerk, aber keine Idees. Nur Handwerk. Was nee, Metallbearbeitung ist? Hattest du doch. Hatte ich? Also du hast doch Schmied oder so. Schmied, ja. Ist ja Metallbearbeitung. Naja, Schmied ja. Oder... Okay. Hat mir extra genommen, Geselle Schmied. Ja, mit Schmied und einer was? 26? Ja. Mit Schmied und einer 26 siehst du, dass es nicht nur Edelstahl ist, sondern die Gravuren und dergleichen darin mit Silber ausgefüllt wurden. Also edle, schwere Briefbeschwerer. Ich gucke erstaunt auf sie drauf und nicke nur. Anerkannt. Ja. Die sind auch nicht nur irgendwie so eine schwere Oblate, sondern da sind auch so kleine Statuetten drauf. Delfine. Ja, sowas. Diabellen. Delfine, genau. Narwale. Meeresgetier. Den Narwale nicht, da könnte irgendjemand, falls er fällt. Ich hab die Statue in der Hand. Genau. Nein, manchmal ist es dumm, auf sowas muss man achten auf dem Schiff. Ich hab sie im Arm. Und du hattest? Ne, 21. Ja, sie sind fein gearbeitet. Immerhin. Und aus Metall. Irgendeins. Immerhin. Könnte Stahl sein. Oder so. In verschiedenen Farben. Ich habe keine Idee. Frag mich. 19 reicht nicht. Straßenkunde. Ah, okay. Ja, und breitet die Karte aus und da seht ihr den Küstenstreifen um Eloratis. Elorica, sag ich ja. Die Bucht müsste genau hier liegen. Überleben plus 6. Oder Länderkunde. Länderkunde ist Geografie und so mit Karten. Ja, okay. Also soweit ich weiß, hatte ich ja, nicht okay. Gesehen. Also. Aber plus 6. Also ich hatte im Kopf, dass das auch Geografie und so ist. Ja, Mann. Plus 6. Ja. 25? Was ist ein Crit? Wie viel rechnerisch? 22. Plus 6. Nee. Achso, halt, Moment. Das ist ein 19, 32. Ja, ich hab 7 im Überleben. 7 plus 19 sind 26 bis 26. Noch jemand ein Angebot? 29. Hab 17 gewürfelt und plus 6 sind halt. Aber war? Nicht? 26. Ja, nichtsdestotrotz ist ja Karas gerade dran. Auch wenn ein Dritter so, ihr wisst alle, ja, wo ihr es auf der Karte finden würdet und alles. Aber Karas ist gerade dran, steht dran und hat gerade den Finger drüber und findest es auch und kannst ihm genau zeigen, wo es ist. Ohne genau Probleme. Hier gibt es sogar einen kleinen Pfad nach unten und hier noch eine kleine Hütte, da lebt irgendein Verrückter hier. Archimos. Archimos, genau. Ein guter Mann. Wenn etwas wirr. Ja, er hat uns... er hat uns dieses Pulver gegeben. Mhm. Es verwandelt uns in Ratten. Ich will es gar nicht wissen. Gut. Karas, habt ihr einen Plan? Karas hat einen Plan, laut eigener Aussage. Haben wir bis jetzt auch noch nicht gehört. Wir sind genauso gespannt. Na dann. Bei meinem Plan war noch die Idee, dass der Kapitän in der Hütte ist. Das hat sich ja leider nicht bestätigt. Mag jetzt etwas stumpf sein, aber was ist mit dem, wir machen sie einfach fertig?
Wir wissen, also es, von den Zahlen her sind es 50 Piraten plus minus 10. Ich weiß nicht, ob... Auf jeden Fall minus 4. Wir mit zwei Schiffen... Also wir könnten sie entweder ablenken mit einem Schiff, mit einem... ähnlich machen, wie sie es gemacht haben bei uns. Eine Ramme. Nein, wir müssen nicht unbedingt rammen, aber wir könnten sie erstmal entern in Anführungszeichen, so einen kleinen Kampf dort oben haben. Einer könnte vielleicht sogar schon mit einer Ratte ins Schiff geschlichen sein und der Rest holt ihn dann raus mit einem Beiboot oder dergleichen, um dann von unten hochzuklettern. Also das wenn wir parallel zueinander stehen, die beiden Schiffe, und das Beiboot auf der nicht sichtbaren Seite runterlassen und dann dicht am Schiff entlang paddeln zum anderen Schiff. Wo vielleicht schon ein Seil oder dergleichen runtergelassen ist von demjenigen, der sich reingeschlichen hat als Ratte, könnte man darüber dann wieder zurück und mit dem Albenschiff wieder fliehen. Mag jetzt im Liegen, aber wie können wir uns zurückverwandeln als Ratten? Wir haben ja nur diese Schatulle von dem Pulver. Ach, wir hatten auch das Gegenmittel. Ja, aber nur als so. Achso, das konnte man ja als tragen. Diese Frucht. Das ist, ja. Das war erstmal mein Plan. Wie viele Männer hättet ihr denn? Wie viele Männer habt ihr denn? Auf diesem Schiff sind 45 Mann. Wenn wir noch die Männer der Mondsegel dazu. Und das, wenn wir sie bekommen. Habt ihr einen, wie heißen denn die serbischen Magier? Magier. Länderkunde? Also ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob Karas es weiß. Ach so, ja. 19? Ja, also will ich dir gönnen. Ein Wogenmagier. Jedes gute Albenschiff hat doch einen Wogenmagier. Er lächelt dich an. Ich weiß nicht, ob wir das noch nutzen könnten. Selbstverständlich könnt ihr mich nutzen. Oh. Natürlich. Das hätte ich mir auch denken können. Ja. In Anbetracht des Gewichts denkt sich Karas noch als Zusatz im Kopf. Er kann Gedanken lesen. Das war ein guter Erkenntnis, Mann. Das wäre ja unhöflich. Und Verschwendung bei Fokuspunkten. Nein. Also das wäre erstmal mein Plan. Also. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wenn ihr die Crew, die Besatzung des anderen Schiffes Mondsegel bekommt. Ist es das angeschlagene Schiff? Zwei Piers weiter? Ja, das gerade von Archimos. Das wird für einen Kampf nicht tauglich sein. Aber wenn die Crew mitkommt... Wenn die Besatzung... Meine Güte, ich will das Wort Crew vermeiden. Das ist nicht... Ja. Okay. Besatzung. Wenn die Besatzung des anderen Schiffes einen Angriff über den Pfad wagt, praktisch als Ablenkung, und wir mithilfe einer Nebelwand... Eine Nebelbank... Das könnt ihr? Ja. Nett! An der Nebelbank in die Bucht hineingehen. Das ist brillant. Könnten wir das Schiff übernehmen, während der Großteil der Besatzung, nämlich an Land, von eurer Besatzung abgelenkt wird. Die wissen, was passiert. Wir könnten die umzingeln dann. Ja. Die sind besiegt, sie wissen, was passiert. Mir gefällt der Plan. Ja, sie werden zumindest die Besatzung des anderen Schiffes kommen sehen und sich bei der Nebelbank eventuell was denken. Wir dürfen uns darauf nicht so allzu sehr verlassen. Baru ist mit euch. Ich bin erstaunt. Ja, ich habe gut gewürfelt. Ich scheint euch auszukennen. Ja, er hört so viel. Kommt es? Ich stamme aus wie Ioria. Ah, ich verstehe. Das ist die Weltstadt. Verdient meinen Respekt dafür. Danke. Das klingt nach einem großartigen Plan. Vielleicht könntet ihr sogar an Land unterstützen, weiß ich nicht. Ob nötig, ich weiß nicht, wie viele noch auf der Mondsegel kampfbereit sind. Sehen wir, entscheiden wir. Ein Großteil der Männer wird auf der Mondsegel sein. Ich werde einige meiner Männer mit bei der Besatzung der auf dem Schiff sein, mit bei der Besatzung der Mondsegel mitschicken, sodass wir hier mit Minimalbesatzung gehen und zusammen mit euch das Schiff entern. Also, wenn jemand da auf einem Schiff kämpfen kann, sind es Seealben. Eben drum. Man sollte die
Korsaren auch nicht unterschätzen. Ja, die leben ja schließlich auf dem Meer. Wow, ruhig, Rufus. Dann heißt es nur noch, die Mondsegel überzeugen. Das schaffen wir bestimmt. Oh, bestimmt. Sicherlich. Naja, schließlich geht es natürlich um Ihren Kapitän. Wir kommen einfach mit dem Angebot, da wir dann, wenn wir die Piraten weg haben, auch das Haus wieder frei ist, können wir die Dokumente für Archimos holen und Archimos repariert unser Schiff kostenlos. Wenn das kein Angebot ist. Und es geht um Ihren Captain. Und es geht natürlich um Ihren Kapitän. Das werdet ihr regeln. Das schreiben wir inzwischen alles andere vor. Kapitän Silberwasser, wir sind euch überaus dankbar. Ihr verdient unseren Respekt. Gerade dadurch, dass es auch um die Sicherheit der Flüsterwindinseln geht. Das ist richtig. Bin ich auf eurer Seite. Euer Anliegen scheint ja insgesamt sehr hehr zu sein. Der Angriff des Nachts? Oh ja. Großartig. Sehr gut. Die Zwerge dann so, Licht, scheiße. Ich denke, es hat keiner was dagegen, wenn ich mich so lange noch ein wenig ausruhe. Ist in Ordnung, Alva, leg dich hin. Wir drei gehen zum Mondsegel, ruh du dich beim Anwesen einmal aus. Letzte Nacht etwas zu viel. Du gearbeitet. Mir geht's aber gut. Wir haben letzte Nacht ein wenig zu viel gearbeitet, tatsächlich, um an die Informationen zu kommen, die wir jetzt haben. Harte Arbeit. Und wir gehen jetzt zum Mondsegel. Vielen Dank, möge das Pantheon mit euch sein. Und ich gehe. Wir stapfen hinterher. Ja. Wir sind euch sehr viel schuldig. Und dann geht aber auch raus. Dann auf zum Mondsegel. Ja. Auf zum Anwesen. Die Mondsegel. Einige der Matrosen der Mondsegel, die ihr kennt, sind dabei, immer noch das Schiff zu reparieren. Auch Lunel ist da, die etwas, verzweifelt über einem Büchlein sitzt. Und Archimos stapft irgendwo über das Schiff. Lunel! Und ich winke. Sie schaut auf, lächelt dann. Ah, Karas! Einen wunderschönen guten Morgen! Schön, euch zu sehen! Wir haben einen Plan. Dann, was denn für ein Plan? Wir wissen, wo der Kapitän ist. Oh, er ist noch nicht tot? Er ist noch nicht tot. Die Piraten brauchen ihn. Das ist gut, denke ich. Ja, es sind etwa 50 Mann. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber wir haben die Mannschaft der Sturmsegel auf unserer Seite. Ich blicke jetzt so langsam rüber zu diesem edlen Handelsschiff der Vindarai. Ja, die. In Ordnung? 45 Mann. Der Plan ist folgender. Da euer Schiff noch nicht wirklich kampftauglich ist. Oh ja. Das wird so teuer. Wir haben schon einen Kostenanschlag von Archimos bekommen. Archimos wird das Schiff kostenlos reparieren. Was? Wir haben einen kleinen Handel mit ihm geschlossen. In seiner Hütte befinden sich noch Dokumente, an die er nicht rankommt. Das hat er erwähnt. Wenn er das ganze Zeug nicht bekommt, dann hat er so viele Ausgaben, dass er seine Preise erhöhen muss. Richtig. Aber das hat sich ja dann erledigt, sobald wir die Piraten verscheucht haben. Wir werden am besten gleich die Dokumente aus dem Haus holen, damit wir das ihm übergeben können. Und dann kriegen wir eine kostenlose Reparatur. Das ist gut. Ja, etwa, ich schätze mal, 25 der Seealgen werden sich euch anschließen und von Land aus angreifen. Ihr werdet die Ablenkung sein. Wir werden uns mit dem Rest der Seealgen auf das feindliche Schiff schleichen und es übernehmen. Schleichen. Und sie dann, also es entern. Und dann umzingeln wir sie. Das hört sich nach einem ausgereiften Plan an. Ja. kann nichts mehr schief gehen. Ich hoffe, das Rattenpulver ist was wert. Lupfen, wir werfen jetzt, vielleicht müssen wir doch nur einatmen. Ja, mir wächst ein Rattenschwanz. Verwirrt. Mach mal eine Probe auf Redegewandtheit. +3. Ich bin attraktiv.
Wie das immer wieder kommt. Drei. Diesmal ist es eine Frau. Ja, das ist gerechtfertigt, ja. Nein. Okay. Jetzt ist die lesbisch oder was? Du willst mich räumen? Aber hilfsbereit geht nicht. Ach so. Lesbisch. 24? Der Wurf aber nicht. Reicht. Schlecht. Ey, es sind aber auch viele Angebote. Genau 21 wäre es. Kostenlose Reparatur, Rettung des Kapitäns. Wir haben eine super andere Mannschaft auf unserer Seite. Wenn die nicht zustimmen, weiß ich auch nicht, ob wir ihren Kapitän lebendig wieder haben wollen. Aufenthaltsort des Kapitäns ist eine Bedingung dafür, dass du überhaupt würfeln darfst. Okay. Und die kostenlose Reparatur ist die +3-Sache. Ja. Und es gibt auch Boni, die ich jetzt vergessen habe. Nee, normalerweise wäre es plus, ist halt hilfsbereit, +4, ist aber bereits in der Schwierigkeit mit einberechnet. Achso. Ah. Damit ihr es das mal wisst. Okay. In Ordnung. Heute Abend? Heute Nacht? Heute Abend. Nachtabend. Ja, Nacht am besten. Gut. Heute Abend. Heute Abend. Wir werden mit einer Nebelbank vom Wasser auskommen. Diese Vindarei. Ich liebe sie. Warum spielst du keinen? Ich weiß es nicht. Weil ich auch Schurken liebe. Vielleicht in einer Runde. Schurkischer Vindar. Cosa. Gut. Ich werde der Mannschaft Bescheid geben. Sie zusammentrommeln bis heute Abend. Ihr seid uns eine große Hilfe. Ihr habt so viel für uns getan. Ihr habt viel für uns getan. Dank euch sind wir hier. Das stimmt. Ja. Ich schätze, wären wir mit einer anderen Mannschaft unterwegs gewesen hier, hätten uns die Piraten fertig gemacht. Ja, vermutlich. Wir haben auch unseren Dienst geleistet, aber naja. Ich glaube, sie hat mit 3 Piraten gleichzeitig gefochten, das war beeindruckend. Ja. Natürlich. Immer. Nur, mit weniger nehme ich es gar nicht auf. Bereitet euch gut vor und falls wir uns nicht noch einmal sehen, viel Glück. Euch auch. Das Leute! Und die, also alle zusammen sammeln. Wie cool. Und nun? Nun haben wir noch Zeit. Ich gehe nochmal rüber zu Sturm, also Silberwasser. Ja. Und gebe ihm Bescheid. Also, bei Sonnenuntergang könnt ihr uns hier treffen. Wir werden da sein. Wo trefft ihr euch mit? Also besprecht ihr es noch mit der Mondsegel, wo ihr euch dann an Land trefft? Ich schicke meine Männer und meinen ersten Mart mit. Gut. Der erste Mart, wahrscheinlich irgendwie ein Klingentänzer, der langläuft. Ja, ja. Oder so fröhlich wie... Der erste Mart ist ein Klingentänzer. Okay. Ich glaube, ich bin gerade gekommen. Er trägt schweres Leder und weiß-blaue Tuche. Und was für Waffe? Oder Waffen? Der hat einmal diese albische Kurzschwert. Meira? Oder Falka? Die Meira. Ja. Und einmal eine lange Klingenwaffe. Diese Liandra. Genau. Diese gebogene Anderthalbhänder-Schwertwaffe für der Seealben. Nicht die vielseitige. Nicht? Nee. Okay. Ne, so eine Art Säbel ist das. Ah. Was der führt. Ah, oh, okay. Naruha. Warte. Es ist nicht Naruha. Schade. Wir hätten gewonnen. Kasim ist auch an Bord. Ziomon. Genau. Ziomon steht da. Unsere ganzen alten Charaktere. Unsere ganzen alten Charaktere. Wir wollten mit dem Schiff weiter. Jetzt müssen wir erst dieses Abenteuer bestehen. Wir sind gerade eins an. Oh, lächerlich. Naja gut, dann ruht ihr euch wahrscheinlich noch aus. Brauchen wir noch irgendetwas? Schlachtvorbereitungen oder so? Eine Rüstung für mich? Schlachtgesänge. Eine Rüstung für dich wäre... Ach so. Was? Was trägst du denn momentan als... Eine leichte Tuchrüstung. Die ist nackt. Also ich habe kein Geld mehr um dir da. Irgendwie. Wir könnten uns auch keine leisten, die ich nehmen würde. Boah. Na dann. Ich bräuchte eine... Irgendwas, was eine leichte Tuchrüstung hast du? Also ich würde nur etwas nehmen, was keine Behinderung hat. Das heißt eine... Leichte Leder noch, oder? Qualitätsstufe 2, schwere Lederrüstung zum Beispiel würde ich nehmen. Oder so etwas. Was hast du?
Eine Tuchrüstung habe ich. Na, ich das ist aber zu teuer. Jeden Fall auch nochmal ausruhen, wenn die Zeit dann da ist. Sprichst du doch auf jemanden an? Auf dem Schiff der Seealpen. Ja? Wie sieht es mit Ausrüstung aus? Könntet ihr uns dabei noch irgendwie unterstützen? Also ich bin jetzt nicht gerade für einen Kampf. Ich schaue runter, gerüstet. Das Problem ist nur, ich bin, was Rüstungen angeht, etwas ungewöhnt. Ich habe selten eine getragen und die sind ziemlich schnell schwer und behindern mich ziemlich. Ja, so etwas können wir hier eh nicht tragen. Es ist ein Schiff, weil wir ins Wasser fallen. Er verdreht aber die Augen. So in etwa wie mit dem, das würde er sagen wollen, das passiert zwar eh nicht, aber gut. Stimmt, wir können die Schwerbrüstung gar nicht tragen, ne? Ja, ja, ich meine nur, weil... Tuche und Leder sind unsere... Ja, zum Beispiel der Seealp da mit dem Säbel. Ja. Deswegen hat die beiden zu leicht Lederrüstung. Natürlich. Natürlich ist das der erste Mal. Genau, der hat ja auch so eine schöne Rüstung an. Ja, so etwas muss man sich erst verdienen. Naja, dann. Vielleicht ist heute Tag, an dem du es dir verdienst. Bestimmt. Gib mir einen Moment. Er geht kurz raus, ruft ein paar Sachen auf Vintial, dann kommt ein Mann an, aus seiner Crew, ein einfacher Matrose, wie es aussieht. Sie unterhalten sich kurz auf Vintial. Steht ein bisschen, nicke kurz. Dann kommt der Matrose und der Captain neben ihm. Der Matrose schaut dich an, geht einmal so um dich rum. Der hebt einen so einen Arm hoch. Der schmächtige, dürre. Also, der hat ein bisschen Muskeln gewonnen, hat durch das Training, aber nicht wirklich. Bräuchte auch eine Kleinigkeit, weil ich trage ja gerade die Kettenrüstung. Ja, du hast noch deine Lederrüstung. Ich habe eine leichte Lederrüstung, stimmt ja. Ihr beide habt euch auch eine geholt. Ja, stimmt, wir haben beide eine leichte Lederrüstung gekauft. Ja, er schaut dich an, er hebt so deinen Arm hoch, guckt so ein bisschen. Ich schaue so etwas wehleidig. So ein bisschen abzumessen, so mit seinen Blicken. Und er nimmt dann so eine Schnur, wo Knoten drin sind. Schaut etwas deprimiert. Geht einmal so um den Arm rum. Wird immer kürzer. Ich bin schon 18. Haben wir ihm auch geglaubt? Ja, der Captain guckt so ein bisschen skeptisch. Haben wir ihm auch am Anfang nicht geglaubt? Am Anfang? Ihr wisst, dass wir selber Alben sind. Ich zwinker ihm zu. Naja. Aber wenn es drauf ankommt, kann er kämpfen. Mhm. Tricks wohl. Wir werden mal sehen, was sich tun lässt. Das ist nett, dankeschön. Ja, und dann würden wir noch einmal, oder würde ich, wir werden alle wahrscheinlich nochmal zum Anwesen gehen und ich würde Frau Drumig nochmal die wunderbare Nachricht übermitteln. Das ist ja wunderbar. Das bedeutet, mein Gatte könnte in der Nacht noch befreit sein. Ja, und wir begeben uns auf eine gefährliche Seeschlacht, wo wir gegenseitig uns mit Menschen niederschnetzeln und mir wird schlecht. Ihr schafft das schon. Und macht das für einen guten Zweck. Karas wird toten bleiben. Macht das für einen guten Zweck. Als mir gerade einfällt, was eigentlich gerade auf ihn zukommt. Wir werden auf dem Schiff kämpfen gegen Piraten. Dem Tod ins Antlitz blicken und Menschen das Leben aushauchen. Ich dachte, lassen. Das ist euer erstes Mal. Das wird ein toller Abend. Und überall Leichen und Blut drauf. Und. Ja, oder? Ja, und dann übergebe ich mich. Doch nicht auf den nach draußen hin. Ich gehe renn schnell zum Fenster, übergebe ich dann den Garten. Ich stehe dann so neben der Dame. Haben wir uns letzte Nacht eigentlich auch in ihren Garten übergeben? Nein! Nur gepinkelt! Tut mir leid. Wir werden rot. Unendlich. Ich werde ein wenig rot. Nein, die Farbe der Haut passt jetzt zu dem Rest. Karan, steh mir bei. Oh. Karan, ich will schlafen. Kotz leise. Hey, wir sind im Wohnzimmer. Du bist doch hoffentlich im Schlafzimmer. Ja, ich höre es trotzdem. Naja, ich leg mich auch noch mal hin. Ja, ich setze mich dann in einen Sessel, wickel die Beine an, umschlinge sie mit meinen Armen und denke darüber nach. So ruht ihr alle ein wenig. Ja, genau. Möchte noch jemand irgendetwas besorgen? Einkaufen, abholen, falls noch irgendwas abzuholen ist, ich glaube aber nicht. Das Gute ist, wenn die vier Piraten einen schlimmeren Kater haben als ihr,
Sind die schon mal viel weniger? Sind die schon mal raus? Die stehen uns gegenüber. Ich werde dich. Irgendwo erkenne ich dich. Ja. Woher? Ja, ich glaube, wenn Alvar sich erholt hat, wahrscheinlich so um 16 Uhr oder so, werden wir noch ein bisschen uns warm machen und ein bisschen nutzt üben. Nutzt du Ausweichen? Was? Nutzt du Ausweichen? Ja. Und würde ein bisschen mit ihm üben. Wieder mit dem Schwert. Was regeneriere ich denn? Also nach 6 Stunden wird das ja dann sein. Würfel mal auf. Fähigkeit. Fähigkeit plus 5. Ich vermute, ich werde meinen Benommen los, wenn ich... Würfel mal auf. Fähigkeit plus 5. Geht Giftresistenz mit rein? Ja, na klar. Wie beim letzten Mal. Nein. Sicherheitswurf. Ich glaube, 34 reicht aus. Ist das eine Ruhephase? Kann ich noch mal leben? Ja, schon im Zimmer, beim Schlafzimmer. Ja, tatsächlich. Sitze ich halt in dieser Stellung, Embryo-Stellung auf dem Sessel und schaue dich an, als du gehst. Haust du dich auch mit hin? Ja, ich... Ja. Chaos, was ist denn los? Regenerieren. Ich... Also auch nochmal, zweimal, doppelte... Ja, doppelte Kunst, ja. Ich auch einmal. Nee, deswegen warte ich ja. Nicht wieder auf den Null. Ich habe nur darüber nachgedacht, dass wir ja tatsächlich jetzt die Nacht wieder Menschen töten werden und im Kampf verwickelt sein werden und auch dem Tod ins Auge blicken werden. Ja, Karas, aber das hast du ja leider ausgesucht, dieses Schicksal. Können wir noch einmal üben, dass ich mich ein wenig ablenken kann und vielleicht... Ein bisschen Aufwärmen. Wir sollten uns auch warm machen. Die Muskeln lockern, wie du es immer gesagt hast. Genau. Und wir würden wieder beginnen, Fechtübungen zu machen. Wahrscheinlich draußen im Garten. Was ja lustig ist, weil die Zwerge daneben üben. Ja, eure Übungen. Bier trinken. Nach dem Stuhl. Trinken Bier und erzählen sich Geschichten. Was macht ihr? Wir machen uns warm. Nein, die trainieren, machen sich tatsächlich warm. Und dann klirrt es aus dem Garten wahrscheinlich in die Stadt. Ja, Waffen geklirrt. Und Karas hat sich tatsächlich ein bisschen zum Besseren entwickelt. Er hat ja jetzt einen Wert auf Klingenwaffen von 2 statt 1. Ich habe mich dagegen entschieden, es zu steigern. Dafür habe ich ja jetzt Stehaufmännchen. Das heißt, wenn ich liege, ist es nicht so schlimm. Boah. Werde mich wahrscheinlich aber trotzdem am nächsten Tag, also am Abend dann, in der Nacht mit Tricks durchkämpfen. Und beim Training wirkt er anfangs noch etwas abgelenkt, aber dann kommt er so langsam rein. Ich möchte mir ganz gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das ertragen könnt, in schweren Rüstungen auf Deck zu stehen. Nein, ihr habt eure Lederrüstungen, ja, nicht wahr? Aber dieses Schild allein schon. Ach, das... Fein, man hält das wirklich sehr, sehr leicht. Das ist aber übrigens auch hier, halt doch einfach mal. Nein. Nicht oder nicht. Und wenn er ins Wasser fällt, kann er das schneller abnehmen als eine Rüstung. Und dann geht's eher runter. Sterbe ich. Dann hätte er auch seine Rüstung anbehalten können. Karas, ich töne eine Stimme über den Hof. Au! Das zählt nicht! Doch, zählt schon. Und ich drehe, weil ich mich in dem Moment umgedreht habe. Nie ablenken lassen. Ja. Da steht ein Seeheit, einer der Matrosen, in dieser Uniform von ihm praktisch, die sie haben. Die haben ja alle ungefähr die gleiche Kleidung vom Aussehen her. Und kommt dann auf dich zu. Das ist für euch fertig geworden. Es ist schon so langsam, geht die Sonne unter. Also es sind schon ein paar Stunden vergangen, mindestens 6. Ja, hat er irgendwie so ein Päckchen in der Hand oder? In Tuche geschlagen etwas. Danke. Ich nehme es entgegen und schlage es dann auf. Ja, es ist eine Lederrüstung, die recht sehr robust wirkt, teilweise mit schweren Nieten darin an manchen Stellen. Vor allem an der Schulter ist so ein kleines, wie so ein Art Plattenschild. So ein kleines aber nur. Es sieht so aus wie die Sachen, die anderen getragen haben, die anderen Alben, die Matrosen dort. Und teilweise auch mit schwererem Stoff.
ausgestaffiert, so dass es eine komplette Kleidung ist praktisch, in Blau und in Weiß. Und das Leder sieht sehr merkwürdig aus, also so wie die Rüstung von ihnen, aber es ist nicht von etwas, was du als Tier jetzt wahrscheinlich identifizieren könntest. Ich ganz sicher nicht. Es ist graues Leder, das wahrscheinlich sogar ein bisschen gebleicht wurde. Also es ist ein sehr, sehr hellgraues Leder. Ich werde etwas rot und lächeln und danke. Das wird mir sicherlich helfen. Ihr tut viel für uns, sagt der Kapitän. Ach, man tut, was man kann. Es soll euch als Geschenk dienen. Ich habe ein Geschenk der Seher. Geschenk der Seher. Habe ich das schon mal gehört? Es ist eine mittlere Lederrüstung. Ohne Behinderung. Juhu. Nice. Sie hat Qualitätsstufe 2. Nett. Dazu eine Nein, die hat Qualitätsstufe... es ist eine leichte Lederrüstung. Ah, okay. Eine leichte Lederrüstung, Entschuldigung. Qualitätsstufe 2. Entschuldigung. Ja, kann mir einer sagen, was die bringt? Ja. Verteidigung 1, Schadensreduktion 1. Genau. Behinderung für dich 0. Es tragen drei Leute eine leichte Lederrüstung. Naja, damit habe ich jetzt wenigstens eine Schadensreduktion. Wenn du möchtest, kannst du die Erfahrungspunkte, die du zum Schluss bekommst, in die Rüstung packen, als Relikt. Hast du nicht... What? Weil er den Schriebs in der Tasche hat? Weil er bisher alles gemacht hat. Ich habe eine Behinderung 0. Und ich habe nicht gefragt. Stimmt. Ja. Also, er ist bisher federführend. Ihr habt natürlich geholfen, das möchte ich nicht beschreiben. Aber er ist bisher federführend, das, was ich gesagt habe. Das ist richtig. Ich musste mich blamieren. Musstest du nicht. Du musst da aufpassen. Seid ihr dann an Land oder mit auf dem Schiff? Ich bin mit auf dem Schiff. Na dann sehen wir uns nachher. Ich bin der, wie heißt das, Schiffshandwerker? Ja. Schiffszimmermann? Ja, der Schiffszimmermann. Ah. Ich kümmere mich auch um die Ausrüstung, also teilweise Quartiermeister. Na dann freue ich mich darauf, an eurer Seite kämpfen zu können. Das sicherlich, aber ich bin meistens eher auf dem Schiff. Das Kämpfen überlasse ich gerne den anderen. Ich repariere dann alles, was sie kaputt gemacht haben. Ja, ich halte mich zurück. Den Teil eurer Ausrüstung müsst ihr wohl selber reparieren. Ich schaue rüber zu den Zwergen. Kriegen wir bestimmt hin. Ich sehe dich an. Das ist Leder. Wir sehen uns dann. Ja. Und dann geht's wieder. Chaos. Aha. Damit hast du deine erste Rüstung. Stimmt. Was ist das denn? Was? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Haifischleder. Meint Frau Dromik. Ich bin ja ein bisschen neidisch. Nett. Kommt der Junge von der Straße und ist jetzt schon ein richtiger Krieger. Ich bin ja fast schon ein bisschen neidisch auf euch. Der wird wieder ein bisschen blass und kann mir jemand zeigen, wie ich das anziehe. Klar, klar. Natürlich. Wird er eingekleidet? Ja, der Kleine. Ich sehe das richtig aus wie ein Seealp. Ja, tatsächlich. Mit der Falke noch. Stiefel passen vielleicht nicht. Karas, noch ein bisschen Übung und ein bisschen was auf die Arme und dann könnte man schon fast Angst vor dir haben. Nett. Vielleicht gehe ich ja jetzt als seealbischer Schiffsjunge durch. Naja. In der Kombüse vielleicht. Ja, ich verstehe schon. Bin ja nur der Retter eures Mannes. Verzeiht, ich meinte es nicht böse. Ich begebe mich ja nur in eine schreckliche Schlacht und werde wahrscheinlich sterben. Ach, mit einem Schwert im Magen. Ach, so schrecklich wird das nicht. Wir haben Schlachten erlebt, die waren schrecklich. Das ist richtig. Karas, aha. Du kämpfst nicht alleine und du kämpfst an der Seite von vielen fähigen Männern.
Das heißt, ich kann meinen Zauber gar nicht benutzen. Nein, es wäre schlecht, wenn du wieder dumm. Aber du hast viele fähige Männer, die dich beschützen. Vielleicht kann ich irgendwo mit einem alleine sein, mit dem Schiffsjungen oder so, oder mache ich dunkler und verhau ihn da. Ich such dir einen. Oh, ich muss gerade gewusst worden, sie sehen, die denken, wie viel schafft ihr ein, wenn er langsam ist. Ja, und dann witzeln wir wahrscheinlich noch bis zum Sonnenuntergang, wo wir uns dann zum Schiff begeben. Dann werden nochmal die Schwerter geschliffen und geölt. Und ja, das lasse ich von den anderen machen und zeigen, wie es geht. Bisschen blitzeblank ist. Ja, Hammer und Schild auf. Das muss ich öfter machen? Öfter das Schild. Ja, du musst dein Schwert pflegen. Die Rüstung auch? Gerade so ein schickes Stück. Schick. So kam der Alkohol wieder hoch. Stück. Na schön. Also das, was du da jetzt hast, das ist... Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie viel das wert ist, aber... Viel schätze ich. Ja. Ui. Hui. Na, dann kann ich ja nicht tot gehen, wenn ich so das Wertvolles habe. Genau. Also wenn ich in deinem Alter so eine Rüstung gehabt hätte, dann würde ich jetzt ganz woanders sein. Ja. Du würdest so schätzen, 40 Lunar. Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn wir in seinem Alter so eine Rüstung... Das wäre ziemlich verwirrend. Ich meine, wir wären wie in Haifischleder gekommen. Keine Ahnung. Oh, ich habe hier noch immer im Hintergrund den Port an. Im Garten hören wir das. Ja, bei einer Hafenstadt nicht unwahrscheinlich. Na, das stimmt. Ja, und dann wird sich aufgemacht zum Treffpunkt. Boah, jetzt klatschen sie, wenn wir kommen. Danke. Ich glaube nicht, dass das uns glücklich an den Paar gerade geheiratet hat. Oh. Glückwunsch. Glückwunsch. Hier. Nein, doch nicht. Ich habe nicht so viel Geld. Wir geben Geld. Könnt ihr rausgeben? Könnt ihr die Luna wechseln? Wir wollten nur 10 Tellare geben. Am Abend geht ihr zurück. Habt euch vorbereitet. Euch gerüstet. Und geht zurück an den Hafen. Am Kai stehen knapp 20 Seealben mit der Besatzung der Mondsegel. Ist der Kai wieder witzig gewesen? Ja, Alvar kann sich schon nicht mehr zusammenhalten. Wie kannst du die ganze Zeit wegen dem billigsten Witzen anfangen zu lachen? Kam Erinnerung hoch. Es ist unglaublich. Das sind so Sachen, die nick ich ab. Okay, schöne Beschreibung. Mhm. Und der grinst sich ständig ein ab neben mir. Ey, wir hatten damals so lustige Szene mit dem Kai. Na ja. Gut, ja, weiter. Mit unserem tumpen Wagen, ja. Ihr kommt jedenfalls dort an. 20 Seealben stehen dort in Doppelreihe und so ein bisschen verloren die Besatzung der Mondsegel. Der Haufen daneben. Mit an bei vorne der erste Maat, der Klingentänzer der vendarischen Besatzung, wie hieße? Sturmsegel? Sturmsegler. Ach, der ist nicht mit jetzt zur Landtruppe. Das ist die Landtruppe. Ah, deswegen würde die Mondsegelbesatzung da ja nicht stehen. Ja. Achso, stimmt. Und die machen sich gerade auf, als ihr eintritt. Ich nehme den nochmal zu und winke nicht. Vor allem Lyra, die da wahrscheinlich mit. Lyra sage ich schon, nicht Lyra. Ja. Und auf der Sturmsegler machen sich alle Männer gerade bereit, das Schiff in die Wellen zu starten. Boah, wie episch! Boah, das war im Mund gespuckt, ey. Vor Freude! Boah! Alkohol desinfiziert, ne? Jammerlappen. Ihr kommt an Bord und gerade nach euch werden praktisch die Planken eingezogen, diese Stege, wo ihr halt rauf könnt, eingezogen. Und es werden Befehle auf Vintial gebrüllt. Und das Schiff verlässt den Hafen. Draußen noch nicht mit vollem Segel gehisst, steht das Schiff fast
als einer der Seealben mit einer Flöte wie Befehlstöne gibt und sich plötzlich die gesamte Mannschaft so in der Art ist das und sich die ganze Mannschaft von den 20 Mann zusammen mit euch praktisch an Deck versammelt. Ihr steht da praktisch mittendrin und sie stehen dort in zwei Zehnerreihen an den Seiten. Respekt. Und der Kapitän steht dort oben, auf praktisch da, wo das Steuer steht, was ja praktisch über seiner Kajüte ist, sodass man ein paar Treppenstufen hoch müsste. Hinter ihm überall sind... Okay, die Pferde sollte ich vielleicht rausmachen. Ihr seid hier jetzt woanders. Seepferdchen. Das ja. Mit Hufen. So. Sie klopfen an das Schiff. Dafür, also überall seht ihr die Lampen an den Seiten des Schiffes und wie eine Art Signalleuchten, die das alles etwas erhellen. Und auch an den Masten, sodass ihr in diesem merkwürdigen Fackelschein und Lampenschein alles seht. Vielleicht in die Welt etwas laut geworden. Stirnt. Er ruft kurz etwas auf Vintial und schüttelt dann den Kopf. Männer! Es geht heute um die Sicherheit der Flüsterwindinseln. Diese Korsaren, Piraten, nennen sich die Geißel der See. Wir werden ihnen heute zeigen, wer die Geißel der Piraten ist. Und du hörst nur ein... Setzt die Segel, macht euch bereit. Es geht in den Kampf. Und sie gehen los, setzen die Segel auf volle Fahrt. Und wie es im Kampf dann weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ah!